Hallo YouTube und willkommen zu einer neuen Folge von GTA-RP hier bei uns auf dem eigenen Server. Und meine Lieben, gleich zu Beginn, denkt dran, wir erzählen hier eine Story, quasi eine Geschichte. Und deswegen bleibt geschmeidig, was das Hardcore-RP angeht, denn das ist hier nicht so. Wie gesagt, wir erzählen eine Geschichte und deswegen ganz entspannt, meine Lieben. Und auch heute, ich habe im Vorhinein nochmal kontrolliert, der Ton passt, die Musik stimmt, wenn wir sie später hören. Und in diesem Sinne starten wir einfach mal rein ins RP. Der liebe Patrick und der Raphael sind auch mit da. Mahlzeit. Sergeant Maxwell? Ja, Chief, was gibt's? Wir müssen jetzt runtergehen. Wir haben ja die zwei Gefangenen, wo ich gehört habe, dass da jemand hops genommen wurde. Ja. Genau, wir werden jetzt runtergehen und werden mit den Leuten sprechen. Werden sie aber hochbringen nach Palito Bay, da wir da einfach die Ruhe haben. Ja, das heißt, sie schließen sich dann einfach uns an. Ne? Wir werden die jetzt hochbringen, gleich in zivile Fahrzeuge bringen, fahren hoch und dann werden wir sie oben ordentlich in die Mangel nehmen. Okay? In Ordnung. Alles klar, dann gehen wir mal runter. Hallo? Wander? Falsche Richtung? Sorry. Ja, ist ja nicht das SD, ne? Merke ich schon. Ja. Aber Chiefs, die sind heute auch wieder gut drauf, ne? Was bin ich? Also sie sind heute wieder gut drauf, oder? Immer, sie können aber auch gern durch die Tür kommen, Herr Maxwell. Ja, ich bin ja direkt hinter Ihnen. Na, dann kommen Sie mal. Ja, aber jetzt schicke ich Schuhe ein, Chief. Wo gab's denn die? Danke, danke. Bei Ponsonbys oben. Oh, das ist gut. Muss ich auch mal hingucken. Ja, können Sie mal hinschauen. Wenn Sie mir vielleicht... Sie sind ja noch nicht in der Funktion, dass Sie zivil laufen dürfen, ne? Ja. Sie wissen warum, Herr Maxwell, Sie wissen warum, ne? Ja, also das... Oder soll ich Sie an den letzten Einsatz erinnern, wo Sie zivil durch die Gegend gelaufen sind und dann im Vanilla Unicorn sich nackt gestrippt haben, ne? Naja, aber die Frau war so anziehend. Ach ja, genau. So. Also, wen haben wir denn da? Sie bitten, ne? Boah, Herr King! Ja, was gibt's? Oh mein Gott. Gehen Sie mal auf. Boah, wenn du... Was ist mit ihm hier? Vorher noch mal eben schön zwei, er ist auf hier. Toilette. Mach mal dein Geschäft gemeint, fertig, die Frage, Herr King? Vor uns, Gitter. Ich stehe auf, alles gut. Besser ist es. Wissen Sie noch, wer ich bin? Der Trash! Ja, mein Lieblingschief! Ja! Perfekt! Können Sie der sich Trash jetzt, auch wach? Können Sie jetzt fertig werden? Oh Gott, der Trash kackt! Oh Gott! Der King! Geschäft fertig machen und dann vorher ins Gitter kommen. So. Genau, ja, Sie drehen sich einmal bitte um! Wegen dir bin ich hier drin! Herr King, Ruhe jetzt! Einmal bitte umdrehen! Ach, da drüben ist ja auch Gugge! Der ist ja immer noch nicht fertig! Da willst du nicht hingucken, Goblin! Ey, danke, danke! Wir werden sie jetzt an einen anderen Ort bringen. Du kannst mir gleich dich verpissen. Werde ich sie tasern, ne? Ich kooperiere, Chef. Ja, die heißt das immer noch Sergeant Maxwell. Da kann ich den auch gerne hinmachen, ne? Ja, alles gut. Nee, ganz ehrlich, so wird das hier nichts. So wird das absolut nichts. Ich kann nicht, wenn mir drei Leute beim Kacken zugucken. Einmal ganz ehrlich jetzt, was wird denn das, wenn es fertig ist? Ja, gewöhn dich dran. Vier Leute. Also ich möchte Sie jetzt endlich bitten, sich anzuziehen und mit zu und ans Gitter zu kommen. Guck dir mal mein cooles Tattoo an. Oh ja, seid ihr die neuen Chippendales oder was? Herr Dredge, was ist jetzt da? Herr Dredge, ziehen Sie sich bitte was ein. Nee, Sie sind Gefangener, danke. Herr Dredge, können Sie sich jetzt mal anziehen oder was ist mit Ihnen? Ja, ich war auf Toilette. So, jetzt geht's los. Ja, wie lange gehen Sie denn kacken? Ja, tut mir leid. Ja, unglaublich hier. Herr Dredge, drehen Sie bitte zwei Schritte vom Gitter zurück. Wird wunderbar. Jetzt kommen Sie raus zu uns. So, Chief, Gefangener ist draußen. Perfekt, dann einmal alle mitkommen. Meine Herren, dem Chief bitte hinterher. Ja, schön, machen Sie das. Kommen wir jetzt frei, oder was? Nee. Bestimmt. Kommen wir frei. Ich find's nur Frechheit, dass du dich noch umziehen konntest und ich, wo ich dabei war, gestürmt wurde der Laden. Umziehen? Ja, du hast neue Klamotten, deine Jacke gefällt. Ach ja, stimmt, hast recht. Ich hab dir jetzt, ich hab dir doch schnell beim Abführen die 100 Dollar in die Hand gedrückt, der Kassiererin, und das Klamotten noch mitnehmen kann. Ja, einmal noch raussehen, jawohl. Einmal weitergehen. Oh, frische Freiheit. Oh, das schmeckt. Der Duft der Freiheit. Ich muss dir mal erklären, was eine frische Freiheit ist. Ma. Eine frische Freiheit?
Meinen Sie frische Luft oder meinen Sie Freiheit? Weil frische Freiheit gibt's nicht. Frische Freiheit, das ist, wenn du zum Beispiel deine Boxershorts 3 Tage an hast und endlich mal eine neue anziehst. Das ist eine frische Freiheit. Okay. Wir können jetzt mal hier warten, ne? Frische Freiheit, das klingt wie ein Lied von 89. Alter, bleiben Sie bitte hier stehen. Von 89? Vielleicht bist du nicht mal, ja? 84, Sportfreund. Ja, da mal bitte die zwei Gefangenen sowie den Commander rein. Ja, bitte, dort ins Audio. Der Commander fährt, Sergeant Maxwell wird bei mir im Auto mitfahren. Jawohl, Chief. Auf der anderen Seite, ne? Wo geht's denn hin jetzt überhaupt? Was wird das jetzt hier für eine Veranstaltung? Hey, King. Steig mal ein da. So positiv. Wohin bringt ihr uns denn hier? Dann holen wir den. Alle zuhören. Aber ich will nicht zurück in Klasse. Der Commander, Sie fahren vor, wir fahren hinterher, der Streifenwagen fährt auch hinterher, ne? Ja. Sagen Sie mal, Chief. Ja. Die neue Polizistin da, also mit den roten Haaren. Ja. Meine Frau Coleman oder die Frau Rossi? Nee, meine Frau Coleman. Ja, was ist mit der? Meinen Sie, ich kann mit dem Bübschen mal was essen gehen? Irgendwie kommt mein Auto nicht hinterher. Müssen Sie die Frau Coleman fragen? Naja, Chief, Sie wissen ja, ich und mein Charme. Können Sie ihr das vielleicht anweisen? Das geht leider nicht, Herr Wechsel. Moment, ich muss mal kurz funken. Frau Coleman, machen Sie mal ein Tempomat raus. Dann machen Sie nochmal rein und raus, dann müssen Sie wieder gehen. Also, ich kann es leider nicht anweisen. Frau Coleman, hier spricht der Corbin. Das mit dem rein raus, wenn Sie wollen, kann ich Ihnen das nochmal erklären. Punkt Ende. Herr Maxwell, Sie müssen ein bisschen aufpassen. Bitte darum, sag nicht zu tun. Ich komme hinterher so schnell ich kann. Ja, Chief. Bei dem Umberg vorne halt mal kurz anwarten, ob Sie Frau Coleman. Liquid Tisch. Chief. Wir haben den Commander verloren. Commander, was ist los? Am Pumpwerk, Wahnsinn, der Herr. Aber Chief, Sie im Prinzip. Highway war richtig? Positiv. Aber, also Chief, also im Prinzip. Unglaublich, diese Frau. Also im Prinzip, Chief, habe ich doch meine Arbeit, also meinen Auftrag eigentlich relativ gut ausgeführt, oder nicht? Ja, das haben Sie gut gemacht. Aber wollen Sie jetzt eine Belohnung von mir, dass ich dann der Frau Coleman anweise, dass sie mit Ihnen ein Date hat, oder wie? Ja, zum Beispiel. Moment. Also Commander, Sie fahren wieder vor. Andi und Tin jetzt mal ohne Witz. Ich aber auch. Am Kraftwerk. Aber Chief. Die Steuer 1 für den Chief kommen. Weiterfahren, wir gehen ich bin da. So wird dann Commander, wir fahren fort. Aber Chief. Ja. In Bezug auf die zwei Insassen, die vor uns beim Commander mitfahren. Ja. Passen Sie mal auf. Commander, Sie können ruhig schneller fahren, ne? Also allzu schlimm sind die ja auch nicht. Allzu schlimm sind sie auch nicht. Also warten Sie mal ab, Herr Maxwell. Sie brechen aus dem Gefängnis aus, haben nichts Besseres zu tun, als dann ein Stromwerk lahmzulegen, eine Bank auszurauben, auf Cops zu schießen. Und Sie sagen, die sind gar nicht so schlimm. Naja, also das mit den Schießen, das kam vielleicht ein bisschen von mir. Kam von Ihnen? Ein bisschen. Herr Maxwell. Naja, es sollte doch echt aussehen. Ja, aber Sie können doch nicht auf Ihre Kollegen. Sie sind Sergeant, was sollen die Kollegen von Ihnen denken? Ja, deswegen habe ich ja mit Absicht versucht, vorbeizuschießen. Ja gut, den einen oder anderen. Ja gut, lass mal das. Also der Kollege hat einige Treffer am Fahrzeug abbekommen. Ich weiß nicht, wie, auch an der Scheibe und so. Also wenn, dann haben sie schon sehr gut daneben geschossen. Sehen Sie, also wenn ich was kann, ist das Schießen. Daneben schießen. Naja, ja,
Naja, ich sag mal so, das Hauptkriterium war ja, das Vertrauen der beiden zu gewinnen. Das hat ja relativ gut funktioniert. Ja, verstehe ich, aber... Ja, aber ich kann trotzdem die Frau Kolmer nicht dazu anweisen, dass sie mit ihnen essen geht. Das ist leider nicht innerhalb meiner Befugnisse, Sie wissen es selber, ne? Ja, gut, ja, ich weiß. Ich möchte auch nicht schon wieder Disziplinarverfahren. Eben. Sie haben schon oft genug welche, Sie können froh sein, dass Sie überhaupt Sergeant sind, ne? Naja, aber also mittlerweile bin ich ja schon ein stattlicher Sergeant geworden, oder nicht? Ja, aber Sie könnten mittlerweile halt auch Lieutenant oder Commander sein, wenn Sie nicht immer, wie soll ich es charmant ausdrücken, Leute befingern würden. Wie soll ich sagen? Es liegt aber auch vielleicht manchmal auch an den, an den Damen. Staatskasse. An den Damen? Ja, haben Sie mal gesehen, was die von Bobbes in den Hosen haben? Es ist ja aber phänomenal. Aber Sie müssen sich doch zusammenreißen. Sergeant, Sie können nicht ständig irgendwie... Okay, der Commander fährt echt komisch, oder? Ja, ab und zu schon. Können ja nicht immer sämtliche Kollegen... Wissen Sie, was wir an Frauenanteil verloren haben durch Sie? Echt? Warum durch mich? Ja, weil die alle dann gleich wieder aufhören wollten, weil sie sich ständig hier hören, ne? So, oh, und Püppchen und was weiß ich was, ne? Ja, aber die sind aber... Also, Chief, wenn ich Ihnen eins versichern kann, dann das Hocherotischste ist eine Frau in Uniform. Das stimmt allerdings. Sehen Sie? Und aber Sie können ja trotzdem nicht ständig da irgendwie rumfingern, das geht nicht. Ja, Sie sind Polizist, Sie sind Sergeant, Sie sollen die Officer führen und nicht sie fühlen. Ja. Na, aber führen kommt doch vom Fühlen, nicht? Ich weiß nicht, woher Sie Ihre Informationen beziehen. Ja, ich hab das da, nicht ganz korrekt. Ich hab da so ein Prospekt gelesen. Okay. Herr Commander, wir sind in Ordnung, ne? Ja, also in dem Prospekt stand nämlich drinne, also für 50-Jährige plus, Frauen ist ein Muss. Okay, habe ich jetzt zwar so auch noch nicht gehört, aber gut. Ja, also, naja, und da habe ich halt versucht, mich danach zu richten und zu regeln, wissen Sie. Okay. Aber Chief, sind wir ja mal ehrlich, ne? Also im Prinzip, der Hauptgrund ist ja eigentlich, warum ich noch nicht weiter bin, ist, also, ich genieße das ja mit Ihnen zusammen, weil ich habe ja auch, ich lerne ja immer wieder was Neues dazu bei Ihnen. Okay, so, das freut mich natürlich. Dann kommen Sie mal raus. Jawohl. Herr Keen? Hallo, was soll denn das? Herr Dredge, bitte hier rüber. Ist das ernst? Oh, da war bitte dorthin. Krampf oder sowas. Entschuldigung. Bitte, nehmen Sie das nicht für ernst. Das okay, einmal du. Mit rum. Linke Socke. Beruhig dich dort rüber, Herr Dredge, bitte. Dankeschön. Bobbin! Für Sie heißt das immer noch Sergeant Maxwell. Ich hab deine Mutter kennengelernt. Einmal da rein, jawohl. Hendrik? Ja? Hast du es ihm noch nicht beigebracht, dass man sich so nicht benimmt? Sie brauchen sich jetzt erstmal nicht hinsetzen, Sie gehen dann auf die Innenseite hier, ne? So, Herr Hendrik. So, also Lipstick. Herr Dredge, auf die andere Seite und zwar sofort. Wie bist du? Herr wie bist Dredge. Du zu dieser Organisation? Colman. Ja, Herr Dredge. Frau Colman. Ja, mitkommen. Ich komme. Ja. Kommt da. Ja, aber. Frau Colman. Ich weiß, wo lang es geht. Wir wissen, woran es geht? Ja. Wir sind, meine Herren. Ja, auch schön, dass Sie da sind. Also. Wir haben einen ganz tollen Haarschnitt heute. Freut mich. Sie werden jetzt trotzdem mir zuhören. Sie sind nicht in der Position, dass Sie reden. Ne? Sie reden nur dann, wenn ich es Ihnen gestatte. Ja? Frage. Was? Ach so, okay, nee, dann. Was Frage? Darf ich eine Frage stellen? Jetzt sind wir in einer verspiegelten Scheibe. Das heißt, ist das so eine verspiegelte Scheibe, wo zwei Leute dahinter stehen? Nein. Unglaublich. Das ist einfach nur ein anderer Raum. Ach so. Also ich dachte, das ist so wie aus dem Film, wissen Sie? Wo da so zwei Leute dahinter stehen, die einen dann so beobachten und abhören. Aber woher wissen Sie jetzt genau, dass es zwei Leute sind? Das könnte ja auch drei oder vier sein. Sehr gute Frage. Es sind ja meistens zwei. Okay, dann setzen Sie sich mal wieder hin.
Und komischerweise fehlt ja der Chief und die Rothaarige. Vielleicht sind die ja dahinter. Der Chief fehlt. Der Chief steht also vor der, ihnen. Der Chief steht vor ihnen. Der andere Chief. Der steht auch vor dem Chief. Warum spricht die Scheibe ständig mit uns? Wieso denn die Scheibe? Ich höre mir den Second Chief hier. Das ist der Sergeant. Corbin. Sergeant. Entschuldigung. Der Sergeant Maxwell. Ach so, sie sind ja... Da steht ja der andere... Ja, alles klar, verstehe ich. Gut. Okay, pass auf. Also, wir haben uns ja heute hier getroffen, um die Verträge zu unterzeichnen. Was habe ich Ihnen gerade am Anfang des Gesprächs gesagt, Herr Dredge? Ach ja, Sie reden. Sie sind still, hören zu und reden nur dann, wenn ich nichts sage, ja? Alter, dein Mob auf dem Kopf, der sieht aus. Herr King! Entschuldigung. Für Sie gilt das Gleiche. Ich würde mich dran halten an eurer Stelle. Da, also, okay. Folgende Problematik. Sie kommen hier in den Staat, sind Verbrecher. Sie brechen aus dem Staatsgefängnis aus. Sie legen ein Stromwerk lahm. Ja, zumindest der Versuch, weil anscheinend haben sie ja nicht auf die Reihe bekommen. Dann ja, weil hier Polizist unfähig ist. Ruhe. Mhm. Einmal noch, Herr Dredge, und ich werde Sie höchstpersönlich tasern lassen. Ich sag's Ihnen. Sie haben keine Rechte, das habe ich Ihnen schon mal gesagt. Ne? Sie sind als Terroristen eingestuft, haben Sie es verstanden? Was? Müssen wir mal kurz rauskommen. Sie haben gar keine Rechte, wenn Sie noch weiterreden, verschache ich Sie in der Sinora-Wüste, verdammte Scheiße. Wie gesagt, wir stehen hinter jetzt mal still und hört zu. Da dürfte und, ich aber mehrere Frauen haben. Wir können das ja euch filmen und hören dazu. Laut sie jetzt. Und ja, mal warten, also, was passiert, meine folgende Problematik. Wenn es euch gefällt, lasst gerne das Selbst da. Eine Bank ausgeraubt, dann von uns obst genommen worden, ja. Dann wieder befreit worden durch irgendjemanden. Und dann erwischen wir sie wieder und knasten sie wieder ein. So, wissen Sie, was, wie viele Jahre Sie eigentlich antreten dürfen im Knast? Haben Sie denn eine Ahnung davon? Nee, so gut kenne ich mich da jetzt nicht aus in dem Gebiet. So gut kennen Sie sich nicht aus. Ich erkläre es mal so, Sie können froh sein, dass es bei uns keine Spritze gibt. Genau. Sie brauchen auch, also ich sage Ihnen gleich, bei Lipstick brauchen Sie mit der Spritze nicht kommen, den halten Sie nicht fest. Nochmal, Sie sind als Terroristen eingestuft, Sie haben ein staatliches E-Werk lahmlegen wollen, ja? Das ja, ist eine terroristische Handlung. Sie sind wir reden hier von lebenslänglich. Und zwar nicht 25 Jahre Pipi-Art, sondern lebenslänglich. Sie kommen dann raus, wenn Sie Rentner sind und in einem Scheißstuhl sitzen, ja? Weil Sie nicht mehr laufen können. Und wissen Sie, was im Knast gemacht wird? Wissen Sie, was da gemacht wird mit so zwei Kerlen wie Ihnen? Es gibt zwei Arten. Entweder der reinsteckt oder der, wo reingesteckt wird. Was glaubst du, wer Sie zwei sind? Also ich würde ja... Ich denke das bezweifle ich. Also... Ja, bevor es andersrum läuft... Ruhe jetzt! Entschuldigung. Ich möchte jetzt alles wissen. Wer hat Sie befreit? Wie sind Sie aus dem Gefängnis gekommen? Warum haben Sie das E-Werk nachher? Ich will alles wissen. Wo haben Sie die Schusswaffen her? Alles. Hat uns alles der Korbe besorgt. Nein. Hat ihn alles der Corbin besorgt? Nein. Herr Sergeant, das war anders. Aber bevor wir ihn... Also ich bin aber nicht Herr Sergeant, sondern ich bin der Chief of Police, ja? Chief of Police, Entschuldigung. Wir können kooperieren, ist kein Problem. Aber was springt für uns dabei raus? Haben Sie mir eigentlich gerade zugehört, dass Sie keine Rechte haben? Also entweder Sie kommen mir mit irgendwas und Sie kriegen eventuell Strafmilderung oder ich verschache Sie Ihr komplettes restliches Leben im Gefängnis und zwar einzelhaft. Ja, aber gucken Sie mal. Kein Licht, keine Sonne, nix. Einzelhaft. Und Sie dürfen duschen gehen und dürfen dann genommen werden, ja? Machen Sie das dann nicht so abwertend. Scheiß. Ja, vielleicht verlieben Sie sich auch und treffen Ihre Liebe des Lebens da drin. Ja, kann ich ja nicht wissen. Ja, vielleicht kommst du ja irgendwann rein. Herr King! Finden Sie, das ist lustig? Also vom Haarschnitt würde es passen mit euch zwei. Also, ich weiß nicht, was in Gottes Namen Ihre Eltern mit Ihnen gemacht haben. Ich weiß, was sein Vater mit ihm gemacht hat. Das hat mir seine Mutter mal erzählt. Dann erklären Sie es mal. Das will ich jetzt so nicht sagen. Okay, dann rücken Sie jetzt mal raus mit den Infos, die wir haben wollen. Und zwar pronto. Ansonsten werde ich meinen Commander mal kurz anweisen, ihn ordentlich weh zu tun. Dann pass mal auf hier. Hä? Steht da weg auf dem Tisch hier. Upsala. So, also.
wir haben... Was ist denn hier los? Also, folgendes. Es ist ja alles schön und gut. Ne? Wir haben eine Menge Informationen, die Sie brauchen. Und wir haben auch eine wirklich große Menge Informationen, die wir Ihnen liefern könnten. Das wäre kein Problem. Und außerdem haben Sie ja sowieso einen bei uns eingeschlossen gehabt. Ne? So ist es ja jetzt nicht. Aber wenn uns... Kommen Sie mal rüber. Wenn unsere Eier sowieso schon in der Pfanne liegen... Ja? Wenn unsere Eier sowieso schon in der Pfanne liegen und halt... Gut, mal gucken. Ja? Also hier mit Lebensmittel und in Knastverordnung und so weiter und so fort. Uns ja auch überhaupt keinen Grund, hier irgendwas zu sagen. Also wenn Sie irgendwas von uns wissen wollen, von uns hier, dann wollen wir verdammt nochmal wissen, wie sich das auf unsere Strafmilderung auswirkt. Oh yeah, Mann, du hast den Mann gehört. Warum reden Sie jetzt so wie ein Möchtegern-Gangster? Herr Maxwell, erklären Sie denen mal, was im Knast mit den beiden hübschen Prima-Ballerinern passiert. Also, ja, das ist so. Hendrik, aufgrund dessen deiner Frisur. Ja, was soll man sagen? Wirst du als die hübscheste Frau durchgehen? Wahrscheinlich, du wirst die Misswahl gewinnen. Zweimal. Einmal missraten, einmal misslungen. Damien. Ich hoffe, was du sagst, ich komme über den Tisch. Bei dir ist halt, ne, passt halt mit deiner Frisur gut in die Ecken. Witzen. Also. Ich sag Ihnen jetzt mal eins. Dass sie vielleicht mal kooperieren und wissen, in was für einer beschissenen Lage sie sich befinden und auf mein und dem Herrn Commander sein Wohlwollen angewiesen sind. Ja? Erstens, die sind als Terroristen eingestuft. Das heißt, sie haben kein schönes Leben im Knast. Ja? Sie sind einzelhaft. Die Wärter werden mit ihnen machen, was sie wollen. Zweitens, was glauben Sie, was Ihre Mithäftlinge machen, wenn sie herausfinden, dass sie mit Polizisten abgehangen haben? Dass sie mit Polizisten gechillt haben? Ja? Sie waren mit dem Herrn Maxwell unterwegs. Was glauben Sie, was da passiert, wenn die rausfinden, dass sie mit dem Herrn Maxwell hier einen auf beste Freunde machen und dann ihn auch richtig schön hier kooperativ sonst was gemacht haben? Wow! Was ist denn? Ich komme gleich wieder. Meine Herren, also, Sie ganz, ganz Ruhe, ne? Sie bleiben bitte hier. Also wenn Sie den Namen ich hätte fast was gesagt! Ja, wir wären tot gewesen! Hast du das gesehen? Wir wären alle tot! Wir wären tot! Ich hab einen Stift in der Hose jetzt. Wir wären alle tot! Tot! Also, Gretsch, bitte beruhigen Sie sich. Bleiben Sie bitte ganz ruhig, meine Herren. Es wird alles in Ordnung. Ich halte das nicht aus. Gut, aber meine lieben Freunde, in diesem Sinne sind wir auch erstmal fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Keine Ahnung, was der hier sucht, aber wir werden es rausfinden. Und das nächste Mal, wenn ihr da drüben das Licht ausmacht, dann sehen wir auch nicht, dass da welche dahinter stehen. Ich war euch. Tschüss.